Bro. Schon lange nicht mehr auf ihrem Account, ohne Scheiß. Ich habe sie damals blockiert, bevor sie es gemacht hat, weil sie ist ja bekannt dafür, irgendwie gefühlt jede zweite Person auf Instagram zu blockieren. Habe ich mir so gedacht, die Chance möchte ich ihr nicht geben, deswegen habe ich sie blockiert. Und genau aus dem Grund bin ich hier gerade mit meinem Fake-Account auf ihrem Profil. Aber Bro, die sieht erstmal ganz anders aus wie damals. Ich schwöre dir, ich weiß nicht, was sie alles gemacht hat, aber Digga, so siehst du nicht aus. Und der Typ ist nicht mehr da. Der Typ ist einfach nicht mehr da. Folgt die ihm noch? Ist mir eigentlich auch scheißegal. Sind beides Lappen, Alter. Raus mit euch. Kein Bock, mich mit Leuten zu beschäftigen. Ich lade euch jetzt das Quiz hoch. Ich wusste jetzt gerade echt nicht, dass ich damit so eine geisteskranke Welle auslösen werde. Dann lasst uns auch mal vielleicht in ihre Stories reingehen von der Miss Rapsö. Kinn gemacht. Hier, was hat, wie heißt dieses Jawline oder wie das heißt? Gemacht. Nase gemacht. Nasenlöcher größer, weil die hat angefangen, bisschen was an weißem Zeug sich zu geben. Augenbrauen gemacht. Haare, Digga, fail. Und dann tut die eine auf, ich hab, Bro, ich wichtige Stories am Aufnehmen. Gleich, Digga, gleich. Der hat mich jetzt ein bisschen gestört, ja, aber wir machen eben weiter. Gehen wir mal in die nächste Story rein. Was? Digga, der tut die. Früher hat die eine auf Albanerin getan, jetzt auf Türkisch oder was? Beni B? Sal? Was heißt das? Keine Ahnung. Okay. Okay. Eben mal ganz kurz die Haare über die extrem hohe Stirn gelegt, damit das auch ja nicht auffällt. Extensions sind auch drin. Random. Ganz random. Ich sage euch, der hat locker eine halbe Stunde für diese Aufnahme gebraucht. Im Hintergrund muss ich auch noch mal eben kurz zeigen, dass sie viel travelt. Remover-Koffer ist auch am Start. So, ja Mann, zeig mir deine Silhouette. Sie ist richtig scheiße aus, Girl. Wir sehen ihre Haare zum Beispiel auch schon wieder komplett anders aus. Komplett, Digga. Auch ihr Gesicht sieht hier schon wieder ganz anders aus. Wie kann man auf so vielen Bildern einfach so unterschiedlich aussehen? Das ist bestimmt eine bezahlte Partnerschaft mit Adidas. Oder sie wartet darauf, dass Adidas anspricht. Damit sie demnächst auch nochmal auf das Level von Kapi und so kommt. Okay, deine Schuhe sind auch scheiße. Och, A-Promi in Istanbul. Okay, jetzt eben nochmal eben ganz kurz zeigen, dass sie auch viel liest und ganz schlau ist und auch die türkische Sprache demnächst besser verbessern. Was, Bro? Ich check grad gar nichts, Digga. Ich mach grad Stories, Habibi. Ja, Baby. Ja? Hat sie, glaube ich, auch mal ein bisschen in den Stories geredet, aber inzwischen zeigt sie einfach nur noch, wie plastisch sie aussieht. Digga, wie viel Bilder? Red doch mal. Sir, excuse me. Bro, bitte, was? Okay, okay, okay. Nur Bilder, Alter? Was ist das? Ja, du bist eine tolle Mama, bist du auch. Hast auch tolle Freunde. Siehst auch super, super aus. Pink steht. Richtig gut und deine Chanel-Tasche ist auch übelst krass. Hier musst du einmal kurz dein Gesicht verstecken, weil du wahrscheinlich in der falschen Sekunde aufgenommen wurdest. Eins muss man dir aber lassen, ne? Ohne Scheiße. Also nicht nur haten, die ist fleißig. Die ist wirklich fleißig und die gibt einfach Vollgas. Gucci, wow. Bestimmt auch eine bezahlte Partnerschaft mit Gucci gewesen. Okay, solche Bilder durfte sie früher nicht hochladen, das weiß ich. Und jetzt darf sie es. Congratulations. Okay, today I recognized that my lashes and brows get longer and thicker after my illness 2 weeks ago. Oh mein Gott. Hast also auch den Lash and Brow Booster benutzt. Ja, aber ein bisschen heimlich machst du das und das ist auch nicht gut. Steh doch zu den Produkten, die du tagtäglich benutzt, Mrs. Rapsö. Nicht dein Ernst. Ich schwöre, nicht dein Ernst, Dicker. Die sagt gerade, dass ihr Haaröl dafür sorgt, dass ihre Wimpern und Augenbrauen dichter werden. Bro, warte kurz, ich zeige euch jetzt eben was. Ihr wisst es ja, dass ich sie damals unterstützt habe, ihre Marke so aufs richtige Level zu bringen. Sie hat halt wirklich extrem unprofessionell gearbeitet. Daraufhin habe ich sie beraten, habe sie auch zu einer meiner Lieferanten gebracht, wo sie auch noch ihre Produkte produzieren lässt. Das ist diese Firma, die ja LK Derm heißt, die hier produziert sie ihr Haaröl. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch dieser Firma einfach mal schreiben, weil die dürfen nicht lügen, die werden auch nicht lügen. Fragt sie einfach mal, ob das Haaröl tatsächlich auch im Bereich der Augen benutzt werden darf, Digga.
Das darf nicht. Ich schwöre es euch, das darf man nicht. Digga, das ist grob fahrlässig, was die macht. Das ist krank. Das ist krank. Die verkauft euch ein Haaröl als Lash- und Brow-Booster, Digga. Wie krank ist das bitte?